Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Tales of Phantasia. Immer noch hier aus Venezia, beziehungsweise in Venezia. Und ich bin jetzt hier schon mal so ein bisschen rumgelaufen und habe geguckt, ob ich Elvin und Nancy hier noch antreffe. Ich bin jetzt auch fast durch. Mir fehlt jetzt eigentlich nur noch der Hafenabschnitt im nördlichen Teil, da wo wir auch hin müssen. Ich bin jetzt übrigens auf dem Schiff nicht drauf gewesen. Ich hoffe einfach mal, dass die sich da jetzt nicht rauf verkrümelt haben, irgendwo in eine Kajüte oder so. Und ich bin jetzt auch nicht nochmal mit der Gondel zu den zum Waffen- und zum Rüstungsladen gefahren. Einfach, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass die sich da jetzt tummeln. Also meine Vermutung ist, dass die sich sowieso schon längst vom Acker gemacht haben. Vielleicht treffen wir die sogar hier auf dem Schiff bei unserer Überfahrt. Ich weiß es nicht. Wir werden es hoffentlich noch sehen. Und ja, dann würde ich mal sagen, quatschen wir den Captain an. Der will ja ein bisschen was an Geld sehen. Ne, für die Überfahrt zur westlichen Insel. Wie komme ich jetzt hier am schnellsten durch? Okay, auf der rechten Seite. So, bitte bring uns auf die, bringt uns auf die westliche Insel. Genau, Debitels Insel. Da gibt es bestimmt keinen Konkurrenzempfang. Wobei Debitel ist ja kein Netzbetreiber, ne? Naja, egal. Wir gucken jetzt mal. Ich bin sehr gespannt. Wow, was für eine Geschwindigkeit, mein lieber Scholli. Da war aber noch eine Insel. Habt ihr die Höhle da gerade gesehen? Für mich ein eindeutiges Indiz dafür, dass wir irgendwann mal unser eigenes Schiff bekommen. Aber das ist, finde ich, sowieso naheliegend. Überall da, wo es so Weltkarten gibt, liegt die Chance, glaube ich, bei 95%, dass man das auch irgendwann mit eigenem Schiff bereisen kann. Passt auf euch auf, ihr könnt jederzeit auf das Schiff zurückkommen, wenn ihr euch ausruhen möchtet. Echt? Umsonst? Das wäre natürlich super, wenn dem so wäre. Warum ist denn das hier schon wieder so neblig? Wenigstens Wenigstens verliere ich hier keine Energie. Dieser Nebel ist so dicht, man kann ja kaum die Hand vor Augen sehen. Das stimmt. Ich bin gespannt. Ist wahrscheinlich schon ein schlechter Vorbote für was auch immer. So, geht's wieder heimwärts? Nope. Sag mal einfach Bescheid, wenn ihr fahren wollt. Okay, machen wir. War schön auf jeden Fall. Mir ist übrigens, als ich vor der Aufnahme hier so durch Venezia geschlendert bin, auch mal aufgefallen, wie schön die Musik da eigentlich ist. Die ich jedes Mal totquatsche. Langweilig. Okay, na dann vertreibt ihr doch die Zeit mit was Sinnvollem. Wir haben echt zu viel Freizeit. Das habe ich auch schon von dem einen oder anderen Matrosen, war das, glaube ich, aus der Stadt gehört. Wollt ihr was kaufen? Oh, Händler gibt es ja auch. Okay. Also zumindest der... also der hat so ein bisschen aus dem Diverses Laden. Wie sagt man das denn richtig? Der Laden, der Diverses verkauft. Danke, der Ort hier geht mir auf die Nerven. Ja, kann ich verstehen. Nebel macht bei den meisten Leuten nicht so viel Gutes mit der Psyche. Und ein bisschen was aus dem Supermarkt. So wollte ich den Satz eigentlich beenden. So, und hier wollte ich ja sowieso beim letzten Mal schon gucken, ob es hier nicht vielleicht irgendeine Kiste gibt, aber... Ja, ich glaube nicht, dass ich da irgendwas übersehen habe. Oh, der war beim letzten Mal noch nicht hier. Also, bilde ich mir das ein? Bin ich jetzt sehr paranoid oder spricht hier gerade eine Menge dafür, dass wir gleich einen harten Kampf vor uns haben werden? Oder zumindest ein hartes Gebiet? Ich ruhe mich mal aus. Sicher ist sicher, ich traue dem Braten hier nämlich gerade nicht so ganz. Und dann gucken wir. Eigentlich sind wir ja ganz gut vorbereitet. Das Einzige, was ich vielleicht in der Vergangenheit noch besser hätte machen können, also abseits von Verpeilungen, Fails etc., ist, dass ich ein bisschen besser darauf hätte Acht geben können, wie gut ich meine Skills levele. Da habe ich ja beim letzten Mal auch ein bisschen was umgestellt. So, jetzt sind wir... Warte mal. Okay... Bin ich jetzt einmal im Kreis gelaufen? Warte mal bitte ganz kurz. Nein, bin ich nicht. Okay, alles klar. Ich nehme jetzt diesen Part übrigens direkt im Anschluss an den letzten auf. Ich hatte einfach irgendwie so Bock, mir anzugucken, was hier als nächstes passiert. Das Spiel fetzt gerade irgendwie total. Da rechts war eine Kiste! Da rechts war eine Kiste. Wenn wir vom Bord gehen, werde ich da bestimmt hinkommen. Muss ich jetzt den ganzen Weg hier wieder zurücklatschen? Super. So, war jetzt nur auch nicht so tragisch. Und wir gehen jetzt einfach mal gucken. Ich hatte jetzt auch nicht so Bock, das Schiff abzusuchen, wenn ich ehrlich bin, weil ich jetzt gucken will, was unser nächstes Ziel sein wird.
Ich hoffe, dass wenn wir mit diesem Gebiet hier fertig sind, dass wir diese Insel hier irgendwann komplett vom Nebel befreien können. Das wäre, glaube ich, eine Wohltat für alle Beteiligten. So, oh, noch eine Kiste. Was? Fragezeichenbuch gefunden. Alles klar. Oder auch nicht. Was hätte es denn damit auf sich? Erzähl mal. Warte mal, bin ich gerade am Buch vorbeigescrollt? Ja, hier ist es. Warte. Unidentifizierbar. Ein Buch. Okay. Also irgendein pixeliger Zeitgenosse wird dieses Buch mit Sicherheit vermissen. Ich frage mich nur gerade, ob wir den nicht vielleicht sogar schon kennen. Hat uns jemals jemand darum gebeten, ein Buch zu finden? Ich weiß es nicht. Ist das jetzt hier unser Schiff? Okay, warte mal. Ich kann leider nicht rennen, sonst würde ich jetzt ja immer mega entlang düsen. Ja, hier unten war die... Ja, sorry. Okay, ich war mir gerade nur unschlüssig. Ich dachte, ich bin jetzt in der Ebene weiter oben und das ist jetzt hier ein anderes Schiff und da hast du nicht gesehen, Unverwirrung pur und so. Genau, so. Jetzt aber, hier gibt es nichts mehr. Und darauf geht's. Oh! Die Musik. Ich mach mal sicherheitshalber den hier. Also mir fällt das hier echt schwer, was zu erkennen, wenn ich das mal so sagen darf. Ich weiß, der Nebel soll wahrscheinlich genau diesen Sinn und Zweck auch verfolgen, aber trotzdem. Da oben ist wieder eine Kiste. Oh, warte. Den Laufweg habe ich ja gerade gar nicht gesehen. Ich werde erstmal hier gucken und ich wette, hier wird es mehrere Kisten geben. Bestimmt auch Zufallskämpfe, oder? Oder? Die Musik ist auf jeden Fall ziemlich cool. Die Musik habe ich hier bisher auch viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Weil ich mich halt so auf das Spielgeschehen an sich konzentrieren muss, ne? Weil hier immer irgendwas ist, was mich beschäftigt, was mich überfordert oder... Oh, oh. Hätte ich mich erst auf der Insel umschauen sollen. Das ist schon ein seltsamer Ort hier. Was hatte Demeter denn gegen die Einwohner von Hamel? Ich glaube, er wollte nur allen beweisen, dass er mittlerweile stärker als mein Vater geworden war. Und deswegen hat er seinen Lehrmeister ermordet? Ja, meinen Vater und auch meine Mutter. Ja, vor allen Dingen, er hat aber nicht nur gezielt ihre Eltern angegriffen, sondern die ganze Stadt ausgeräuchert, ja. Na gut, dann lass uns mal weitergehen. Nee, unter den Umständen will ich erstmal auf der Insel gucken, was da abgeht. Vielleicht kann man da gut leveln. Könnte ich mir vorstellen, weil es hier so abgelegen ist und wahrscheinlich die wenigsten hier mal ihre Runde drehen. Oder gibt es hier noch irgendwas, was wir ansteuern können? Hier komme ich nicht vorbei. Ich werde jetzt wahrscheinlich voll in mein Verderben laufen, indem ich hier den ersten Kampf triggere. Aber das will ich mir jetzt nicht nehmen lassen. Gegner! Gegner, wo seid ihr? Ich warte hier, mitten im Bier. Auf euch hier. Kommt doch mal hier. Nee, kommt nix. Okay. Dann war's das wohl erstmal mit diesem Versuch. Dann gehen wir rein in die Gruselvilla. Gibt's hier noch was aufzusammeln? Ich kneife schon wieder meine Augen zusammen wie so ein Minderbemittelter, aber ich glaube, hier ist nix. So. Lange genug hinausgezögert jetzt. So, immerhin ist der Nebel hier weg. Das ist schon mal gut. Oh mein Gott, was ist das? Ich frage mich, wofür diese ganzen Prismen gut sein sollen. Zum Verschieben sind sie zu schwer, aber vielleicht kann ich sie ja drehen. Das sieht mir sehr nach Lichteinfall, Strahlenumlenkung aus. Bestes Wort, ich weiß. Ja, guck mal, und hier sind Vorhänge. Das sieht ein bisschen nach Lichträtsel aus. Die Kugel hier, die bestärkt das eher noch. Das ist okay. Also mit dieser Form von Rätseln komme ich eigentlich halbwegs gut klar. Ich bin ja jetzt nicht so der Rätselfreund, aber schauen wir mal. So, cool. Das ist gerade so Castlevania-Style hier. Ist das vielleicht sogar insgeheim so eine kleine Hommage? Gab es damals überhaupt schon den ersten Castlevania-Teil? Ich weiß gar nicht, wann die Serie überhaupt an den Start ging. Kein Plan. Hier haben wir auf jeden Fall Licht und einen Speicherpunkt. Und überraschenderweise keine Zufallskämpfe. Mit denen hätte ich ja jetzt hier fast gerechnet. Aber ich finde das auch ganz bequem, wenn das erstmal so bleibt. Vor allen Dingen, wenn es wirklich rätsellastig wird, dann ist das ein bisschen entspannender. Also hier haben wir schon mal eine Lichtquelle, aber keine Möglichkeit, das irgendwie
einzufangen oder umzuleiten. So, gucken wir mal hier. Die linke Tür sieht irgendwie versperrt aus. Das hier muss Demitels Bibliothek sein. Vielleicht finden wir hier irgendetwas Nützliches. Das wäre wünschenswert. Wow, echt ein schöner Raum, oder? Ich finde die Atmosphäre hier so toll. Wie gesagt, ich will jetzt nicht wieder rummosern wegen Zufallskämpfen und so. Ich liebe ja so, ne? Oh, gerade wenn das rundenbasiert ist, eigentlich so ein Kampfprinzip sehr. Aber das ist in gewisser Hinsicht immer auch mal wieder ein Atmo-Killer, ne? Wenn hier ständig irgendwelche Kämpfe dazwischen kämen, könnte man das nicht so auf sich wirken lassen. Den magischen Schlüssel gefunden. Ich frage mich, wo der reinpasst. Tja, probieren geht wohl über Studieren, mein guter Claes. So, was haben wir denn hier? Nichts weiter. Können wir hier noch was mitnehmen? Ich glaube, der Schlüssel war das, was wir hier mitnehmen sollten, ne? Einfach mal in Demitels Bett schlafen. Einfach so, um ihn zu provozieren. Bestimmt hierfür, oder? Was ist hier drin? Ein Badezimmer? Okay. Ja. Muss ich jetzt den Schlüssel eventuell manuell auswählen? Wo ist denn der überhaupt? Warte mal, warte mal, warte mal. Bin hier, glaube ich, gerade voll falsch, oder? Aber der wird doch hier bestimmt wie in allen anderen Spielen auch den Schlüssel automatisch auswählen. Ich bin gerade etwas überfragt. Ich habe noch andere Wege. Ich glaube, auf die werde ich dann erstmal zurückgreifen und mal gucken, ob wir da vielleicht was erreichen können. Dadurch, dass die Kämpfe hier nicht sind, ist das eigentlich auch alles ganz entspannt hier so. So, okay. Hiermit kann ich nichts machen. Gucken wir mal, was hier so abgeht. Das da oben scheint auch versperrt zu sein, deswegen gehe ich erstmal hier hin. Oh! Irgendwas stimmt nicht an diesem Raum. Das werden entweder alles Mimik sein, oder das ist eine Illusion, oder irgendwas passiert gleich, was nicht so gut ist. Nee. Oh, das war diese teure Waffe, glaube ich, für Claes gewesen, oder? Also, nee. Nee, das verwechsel ich. Wir hatten irgendwie schon mal so eine Waffe, die mit dem Buchstaben V anfing. Irgendwo mal im Laden gesehen, das scheint aber was anderes zu sein. Verbena, was bist du? Vorrat, dieses Kraut erhöht deine Agilitätsrate zu 1. Zu 1. Müsste das nicht um 1 heißen, aber egal. Wir verstehen, was uns der Verfasser sagen möchte. Status. Zeig ich mal an hier. Agilität, Agilität. Da, hier steht es bei 30. Da über Glück sieht man das, ne? 28, 28. Ja, ich bin ja ein Freund davon, sowas generell eigentlich immer dem Charakter zu geben, den ich steuere. Ach so, hier haben wir die Übersicht ja auch nochmal. Ich depp. Gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Alles klar. Das macht das Spiel echt gut, finde ich, so in Sachen Übersicht. Was? Was? Wir haben ernsthaft so viele Apfelbonbons? Ich bin ja aber auch doof, weil ich die, glaube ich, teilweise auch eingekauft habe, oder? So gesehen, also schuldeigene. Kann ich auch einen wegwerfen? Ich mag das nicht, wenn hier so eine Kiste einfach nur rumstehen bleibt. Geht das irgendwie? Ich kann kein Item wegwerfen? Claes, kannst du mal Mint eine Schelle geben, damit sie Energie verliert oder so? Ja, ich habe heute schon wieder meinen freundlichen Elixier gefunden. Und Geld. Das nervt mich. Kiste, wir werden uns nicht das letzte Mal sehen. Ich behalte dich in Erinnerung, ja? Und komm nochmal auf dich zurück, sobald wir den ersten Schaden davontragen. Probieren wir doch mal den Schlüssel aus, den wir gefunden haben. Sehr gut. Also macht er es doch automatisch. Finde ich gut. Wow, ich glaube, das ist bisher mein Lieblingsdungeon. Auch wenn man das nur bedingt als Dungeon betiteln kann, weil wir hier halt keine Kämpfe haben, ne? Das ist irgendwie alles so anders hier. Ah, das war ja fast zu erwarten. Und die Harpien, die kennen wir schon. Ach, guck mal, das ist eine neue Waffe. Cool sieht die aus. Ach ja, und der ist die ganze Zeit am Rumsülfen. Ja, Rumsülfen ist sein größtes Hobby neuerdings. Finde ich gut.
Ich finde es schön, dass der Klater ein bisschen beschäftigt ist. So, hier haben wir die nächste Lichtquelle. Das ist aber ein großer Baum. Sieht mir nach einem ganz normalen Baum aus. Ich könnte schwören, er hätte sich bewegt. Was? Also ich habe nichts gesehen, ich auch nicht. Bäume bewegen sich nicht. Ich wette, das hast du dir bloß eingebildet. Und ich wette, er hat recht. Hat er gerade den Schrei im Hintergrund gehört? Ganz leise habe ich es gerade im Headset mitbekommen. Guck doch mal, er bewegt sich schon wieder. Jetzt habe ich es auch gesehen. Oh mein Gott, was zur Hölle geht hier ab? Okay, okay, warte. Ich habe doch hier meine geilen, ja genau. Meine geilen Skills, die auch gut Schaden austeilen. Warte mal, machen wir nochmal Blitzschlag. Wir haben ja genügend MP-Gedönse hier. Alter, wie viel die aushalten. Okay, ich glaube, das hier kann jetzt durchaus als Bosskampf durchgehen. Aber eigentlich müsste ich hier ganz gut zurechtkommen. Ich glaube, einer ist weg. Einer ist weg. Ja, den Blitzschlag, den kann ich hier auf jeden Fall gut leveln. Müssen wir ja auch. Aber warte mal, ich habe hier, glaube ich, auch noch was anderes. Nämlich den Doppelkick. Der ist, glaube ich, auch kurz davor. War das jetzt der Doppelkick? Ja, da oben steht's. Genau, vielleicht ist der jetzt auch auf 100%. Das wäre auf jeden Fall wünschenswert. Was? Hat irgendwie den... Ach ja, der Klingensturm. Ich habe mich voll blamiert in der letzten oder vorletzten Folge. Den kennen wir schon. Den habe ich schon mal ausprobiert, kurz nachdem wir den bekommen haben, glaube ich. Aber ich glaube, die Waffe ist ganz gut dafür. Also für den Klingensturm jetzt. Doppelkick gemeistert, jawohl. Psion-Kick können benutzt werden. Oh. So, so. Das ist gut. Ah, ich wette, jetzt wird der Eingangsraum auch mit Licht durchflutet. Und dann können wir anfangen, mit diesen Drehteilen da zu arbeiten. Was wollte ich tun? Ich wollte bei der Technik mal nachgucken. Klingensturm. Der Jude-alte Klingensturm. Ich mache das jetzt mal so. Jetzt haben wir zwar nicht mehr so die Angriffsvielfalt, penetriert den Gegner mit vielen kleinen Stichen, aber das sind die Dinger, die wir als nächstes leveln müssen. Ich feiere das gerade alles total. Auch mit dem Kampfsystem, da habe ich mich irgendwie besser mit arrangieren können. Zuletzt, als ich dachte. Aber in erster Linie auch nur, nachdem ich so den ein oder anderen Tipp von euch bekommen habe, ne? Also ich hätte, wenn ich das alleine gespielt hätte, mich höchstwahrscheinlich dazu irgendwie belesen oder so. Aber das mache ich halt im Rahmen eines Blind Let's Plays nicht, weil wegen Spoilergefahr und so. Das ist mir dann auch wieder zu heikel. So, cool. Cool, cool, cool. Wenn es bei den Harpchen hier bleibt, dann bin ich auch glücklich. Weil die eigentlich nicht so das Thema sind. So, und diese Teile müssen jetzt bestimmt auf die Kugeln umgelenkt werden. Ich will nur mal kurz schauen, ob wir jetzt hier irgendwas machen können. Wo ist meine Stimme? Haben die das jetzt hier einfach nur eingebaut, um so ein bisschen Gruselfaktor reinzubringen? Oder kommt man da wirklich irgendwann irgendwie rein? Keine Ahnung. So. Jetzt haben wir hier den Lichteinfall. Kann ich mit der Kugel jetzt auch noch irgendwas machen? Die müssen wahrscheinlich beide gleichzeitig ausgeleuchtet werden. Dafür müsste das genau einmal so rum sein. Und damit habe ich es doch eigentlich, oder? Und nun? Ist jetzt hier noch eine Kugel, die ich einfach nur nicht gesehen habe? Oder was soll das werden? Ich dachte, jetzt passiert hier irgendwas so frei nach dem Motto, eine Tür wird geöffnet oder ein Schatz erscheint. Komme ich jetzt hier vielleicht durch? Das ist die einzige Ecke, mit der ich jetzt ehrlich gesagt nicht so wirklich viel anfangen kann. Hä? Habe ich jetzt irgendwas übersehen? Es gab doch hier ansonsten keinen Bereich, der nicht betretbar war. Muss ich nochmal zu dem komischen Baum? Ich glaube eigentlich eher, dass wir jetzt hier irgendwas machen müssen. Ha. Keine Ahnung. Oder das darf nur in die Richtung leuchten. Ja, okay. Ja, aber
Aber irgendwie ist das schon ein bisschen blöd, oder? Ich meine, was macht denn das jetzt hier für einen Unterschied? Aber gut, okay, immerhin noch selbst rausgefunden. Da unten hat sich ein Weg geöffnet. Dieses Geräusch, als diese Wand sich da entfernt hat, das ist, glaube ich, 1:1 das Geräusch aus Secret of Mana gewesen. Kam mir gerade super bekannt vor. So, warte mal, das Ganze speichern wir jetzt mal ab. Da müssen wir den Baumkampf nicht nochmal machen, wenn ich jetzt hier verrecken sollte. So, hier ist das jetzt nicht mehr ganz so hübsch. Sieht ein bisschen nach Kloakenkanalisation aus. Knochen 2. So, so. Ich werde jetzt aber erstmal... Aua! Oh, okay, der Schaden, den sie austeilen, der ist schon gravierend. Vor allen Dingen hat ja Kles ganz schön aufgerüstet zuletzt. Auch in Sachen Defensive, ne? In Venezia. Sehr gut. Also die Einstellung ist übrigens immer noch auf automatisch. Ich stelle jetzt nicht unbedingt Unterschiede fest zu Semi-Auto, aber vielleicht kommt das noch. Wechselpuppe gefunden, ja. Soll ein sehr seltenes, rares, wichtiges Item sein, habe ich auch in einem Kommentar gelesen. Aber Leute, dadurch, dass ich jetzt hier irgendwie das auch direkt wieder im Anschluss aufnehme, kann ich momentan sehr zeitverzögert nur auf Kommentare reagieren. Also seid mir nicht böse, ne? Das klassische Spiel. Aber in einem Blind-Projekt ist das meines Erachtens auch nicht so schlimm. So soll es ja dann auch sein, ne? Und ich habe auch keine gravierenden Fragen mehr, die offen sind hier zum Gameplay und sowas alles. Das hat sich inzwischen ganz gut eingependelt. So, Speicherpunkt. Wir wissen alles, was... wir wissen alle, was das heißen kann. So rum. So, und die TP... scheinen sich automatisch auch immer so ein bisschen zu befüllen, ne? Als ich zum letzten Mal auf Kles TP-Wert geschaut habe, da lag er bei 63. Deswegen ist das schon ganz cool. Jawohl. Super. Das läuft doch hier wie geschmiert. So hätte ich mir das von Anfang an gewünscht. So, gucken wir jetzt nochmal. Okay, das sieht aber auch sehr richtig aus. Ich da oben vielleicht speichern sollen. Ich weiß es nicht. Gegnervielfalt ist ja aber nicht viel, ne? Oder gibt es ja auch was anderes und ich hatte bisher nur Pech? Also ich finde die okay. Die Gegner hier ist halt jetzt nur nichts besonders Herausforderndes, aber mindestens 2 Gegnertypen pro Dungeon sollte schon sein, oder? Ah, gucken Sie mal an. Armet-Helm, den haben wir schon mal gekauft. Und das haben wir auch gekauft. Guck mal, das sieht ja aus wie so ein Gesicht. Ja, brauche ich mir, glaube ich, nicht angucken. Mann, okay, ich mache es trotzdem. Einfach nur, damit hier keine Verwechslungen auftreten. Wäre bei mir auch nicht das erste Mal. Guck mal, Armet-Helm, da ist er. Und ja, das ist die Waffe, mit der er jetzt gerade kämpft. Die ich übrigens sehr, sehr cool finde. Ich war ja skeptisch beim Einkauf, aber inzwischen, ja, finde ich die ganz cool. Hat auf jeden Fall auch eine größere Reichweite als das Schwert, mit dem ich bisher gekämpft habe, ne? Oder bilde ich mir das ein? Kein Plan. Also sobald Kles wieder dreistellig ist mit seinen TP, fange ich auch wieder an mit Blitzschlag und Konsorten zu arbeiten. Aber im Moment passt das, glaube ich, so ganz gut. Jawohl, jawohl, Tigerbiss gelernt. Harr, okay. Interessant, langsam wird das hier ein bisschen eng mit den Slots. Wobei ich ja auf beiden Slots jeweils das gleiche drauf habe, deswegen ist das schon okay. So, Tigerbiss. Mhm. Den Gegner mit 2 starken Hieben attackieren. Klingt gut. Klingt gut. Ich glaube, ich werde das trotzdem... Warte mal, das hier kostet 5. Das ist günstiger. Nehmen wir mal das hier. An erster Stelle und gucken dann demnächst mal, wie gut das funktioniert. So, einmal bitte wieder speichern. Jawohl. Sehr schön. Und jetzt kommt wahrscheinlich der große Knüllerkampf hier. Ja, natürlich erstmal 3 Skelette vorher noch. Jetzt wahrscheinlich schön meine Mitstreiter hintenrum noch mitnehmen werden. Ich werde gleich mal so einen Tigerbiss jetzt probieren. Oh, beides weggeblockt. Wie schade. Wie viel Pech kann man haben? Jetzt bin ich wütend. Willst du noch mal einen Tigerbiss abhaben? Okay. Beides dreistellig. War ja auch irgendwie klar, dass das nicht allzu schlecht sein dürfte, ne?
Das Geld sprudelt ja auch mehr als ordentlich. So, was bist du für eine komische Tür? Oh mein Gott. Was habt ihr hier zu suchen? Wer spricht da? Oh, du bist eine Frau, oder? Bist du eine Frau? Ist Demeter weiblich? Die sieht aber schön aus. Du bist Demeter, oder? So ist es. Wie könnt ihr es wagen, einfach in mein Haus einzubrechen? Du hast Lias Eltern getötet. Ich verstehe. Ja, Herr Scarlett war mein Mentor, aber beide starben bei einem Unfall, nicht durch mich. Du Lügner. Wer hat euch denn erzählt, ich hätte etwas mit ihrem Tod zu tun? Dieses Mädchen hier, Lia. Ja, jetzt wird sie wahrscheinlich gleich das Wort ergreifen. Verschwindet jetzt und ich werde noch einmal Gnade vor Recht ergehen lassen. Nicht bevor wir mit dir abgerechnet haben. Ich werde euch erzählen, was wirklich geschah. Lia starb zusammen mit ihren Eltern. Was? Was? Ich habe keine Ahnung, wer dieses Mädchen hier ist, aber sie ist ganz sicher nicht Lia Scarlett. Sie sieht auch überhaupt nicht wie Lia aus. Hat sie uns betrogen? Wer bist du denn dann? Willst du uns Gutes oder Böses? Und wem sollen wir es glauben? Lia, ist das die Wahrheit? Oh oh. Überlasst mir das Mädchen und verlasst meine Insel. Ich möchte, dass sich das Mädchen bitte zu Wort meldet. Da, der Spiegel. Also wirst du auch von da aus kontrolliert. Was? Dann kannst du mich also sehen? Offenbar. Oh oh. Lia, versteck dich. Hahaha, zum Verstecken ist es jetzt zu spät. Euch mache ich fertig. Und ich speichere erstmal sicherheitshalber. Ich habe es zwar davor gespeichert, aber trotzdem. Da war ja noch ein Kampf dazwischen. Oh mein Gott. Okay. Ich will auch mal zaubern. Darf ich bitte? Klingensturm? Ja. Scheint ganz effizient zu sein. Ach so. Hä? Da hat gerade irgendwas jemand was auf mich gecastet. Was ist denn hier los? Ich blicke gar nicht mehr durch. Aua. Okay, ich glaube, das könnte etwas unbequemer werden als die letzten Kämpfe. Bitte erstmal hier in die Richtung. Hallo. Auch mal treffen vielleicht? Die erinnern mich so krass an Super Mario, diese kleinen Geisterviecher. Ich blicke gerade gar nicht durch. Okay. Nee, ich blicke hier wirklich nicht durch. Mint, kriegst du das irgendwie? Dankeschön. Zu wenig TP. Nein! Ich hätte meine TP nochmal befüllen können. Wobei, warte mal. Nee, falsche Taste hiermit. Kann ich das ja nachholen. Item. Hier fehlt mir leider die Beschreibung. Elixier füllt, glaube ich, Energie und TP komplett auf. Aber das Orangenbonbon ist das, was ich jetzt eigentlich suche. So, sehr schön. Okay, wow, das ist mir gerade echt zu hektisch und zu unübersichtlich. Ich versuche gerade die ganze Zeit, genau, entweder den Klingensturm oder Blitzschlag hinzubekommen. Was ist denn zu wenig TP? Ich habe doch genügend. Das bezog sich, glaube ich, auf den Gegner. Kann das sein? Also jetzt wird das auch bei mir akut, klar. Aber als ich das beim ersten Mal gesehen habe, da galt das nicht mir. So, machen wir jetzt wieder den hier. Hallo, danke. Ich dachte gerade, das hat... Nicht funktioniert. Nicht du schon wieder. Oh, was ist das denn bitte? Okay, aber wir leben wieder. Ich muss den hier unbedingt schneller fertig machen. Der geht mir gerade richtig auf den Piss hier. Was? Edelstein der Hölle? Okay, also mir ist schon aufgefallen, dass der genauso aussieht wie dieser scheiß Beschwörer da aus der Höhle zuletzt. Aber beschwört er immer das? Oder was soll das sein? Alter! Was ist das bitte für ein Kampf? Ach, ich musste sterben, oder was? Nee. Das regt mich jetzt gerade auf, ey. Prost. Ach so, warte mal. Ich kann ja auch den hier machen. Warte, nur nicht verdrücken. Genau. Boah, ey, was für ein Kuddelmuddel. Da ich auch irgendwie so meine Schwierigkeiten habe, immer genau den anzuvisieren, den ich gerade auch anvisieren möchte. Also ich würde das nicht unbedingt einfacher hier.
Aber ich bleibe jetzt bei der Strategie, in Anführungsstrichen, dass ich immer mit Quest die ganze Zeit meine Super-Moves hier, also meine Techniken mache. Ich glaube, damit bin ich auch am schnellsten und am effizientesten unterwegs. Und alles andere müssen wir dann mal gucken. Ist wahrscheinlich auch hier und da immer mal wieder Glückssache, ne? Ob das und das funktioniert oder nicht. So, jetzt erwische ich den hier gerade ganz gut. Was für eine Beschwörung. Komm immer auf den. Genau, das ist das Allerwichtigste, weil es ja ansonsten echt schwer wird, sobald er einmal mit seinem Beschwörungsscheiß anfängt. Nein, nicht auf den Blitzschlag. Oh nee. Ey, das ist so übertrieben. Tja, und das war's dann schon wieder. Oder kann mich jemand wiederbeleben? Wie ich hier noch voll als Geist die ganze Zeit rumkrauche. Da kann ich mich selbst wiederbeleben? Ich kann mich aber noch bewegen. Wenn ich so ein kleiner Geist bin. Wow. Nee, also Leute, ich muss jetzt mal meinen normalen Spielstand wieder laden. Einfach weil ich gerne nochmal ins Menü möchte. Jawohl. Hatte ich durch den einen Kampf, den ich seinerzeit hier getriggert habe, ein Level abbekommen? Ich glaube nicht, ne? So, ich muss nämlich unbedingt bei The Items mal etwas anpassen. Und zwar mir ein Orangenbonbon geben. Hühnchen hier auch. So, und dann möchte ich bei den Techniken ganz gerne den Klingensturm rausnehmen und dafür den Doppelkick rein. Weil der Klingensturm, der macht für mich gefühlt jetzt noch gar nicht so viel Schaden. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwas bringen wird. Und was habe ich sonst noch hier? Warte mal, damit kann ich doch das Buch identifizieren, oder? Pornoheft! Yes! Endlich haben unsere Jungs auch was zu lesen, wenn sie kacken gehen. Sehr schön. So, ja, da haben wir das auch transformiert. Immerhin habe ich selbst rausgefunden. So, und dann sollte ich vielleicht noch in Erwägung ziehen. Warte mal, Apfelbonbon. Das und... ja. Okay, wow. Ich habe trotzdem keine Ahnung, wie ich das hier möglichst unbeschadet überstehen soll. So, ich werde das jetzt auf jeden Fall nochmal abspeichern, wenn wir soweit sind. So, und auch ein neues. So, gucken wir mal, ob jetzt irgendwas anders ist. Ich meine, viel habe ich ja jetzt nicht verändert. Außer, dass wir jetzt ein Pornoheft haben. Ja, vielleicht stärkt das irgendwie die Moral oder so. Oder die Vorfreude auf den Feierabend. Ich weiß es nicht. Wir werden es hoffentlich herausfinden. So, genau, warte mal. Hier mache ich jetzt die ganze Zeit mal... Was? Rennst du hin? Was machst du? Oh, oh. Das müssen wir aber eigentlich überleben, oder? Ich wollte gerade sagen, der macht uns nämlich nicht komplett platt. Der holt dann auch die Toten wieder zurück. Ich weiß nicht, wie man den Kampf hier schaffen soll. Keine Ahnung. Ich hatte eine Runde, da habe ich dem richtig viel Schaden ausgeteilt. Aber das hat offenbar nicht gereicht. Jetzt kommt er wieder mit seiner Leichenbeschwörung ums Eck. So, warte mal. Kriege ich den jetzt nochmal irgendwie gehauen? Nein, falscher Gegner. Ich habe keine Ahnung, wie man den schaffen soll. Ich glaube, das wird ja auch in der Folge nichts mehr. Es kommt zwar Heilung, aber ob die uns jetzt so weiterbringt, ich weiß es nicht. Und dann trifft er auch immer wieder daneben. Aber ich kann den unterbrechen. Seht ihr das? Der wird unterbrochen. Edelstein der Hölle, juhu. Ja, okay, also wenn ich den die ganze Zeit irgendwie beackere, dann... Jetzt habe ich nur leider gleich keine Dings mehr. Okay, warte, warte, immer wieder zurück. Den auf gar keinen Fall an... Der ist weg. Scheiße, ich glaube, Klart hat jetzt aber die Erfahrung nicht bekommen, oder? Ich kann mich darüber immer nicht freuen, wenn jemand von meinen Mitstreitern verreckt ist. Aber ich habe auch irgendwie überhaupt keinen Bock, diesen Kampf hier nochmal zu machen. Also sorry. Heilige Flasche erhalten. Jawohl. Runenflasche, heilige Flasche, Runenflasche. Na, wie lange geht das noch? Oh, noch ein Pornoheftchen oder was? Andere Ausgabe? Keine Ahnung. Wir werden es gleich herausfinden. Glaubt ihr, wir haben das Richtige getan? Lia.
Ja, du bist uns, glaube ich, eine Erklärung schuldig, oder? Alles in Ordnung? Danke, dass ihr mir geglaubt habt. Lia, wach auf! Jetzt kann ich endlich meinen Eltern folgen. Was sagst du da? Bitte, passt auf meine Freundin auf. Lia, wovon redest du? Welche Freundin denn? Oh Gott. Lia! Habe ich gerade zu schnell weggedrückt, die Textbox, sorry. Aha. Aha. Habt ihr das gesehen? Ja. Was war das? Ich kann nichts machen. Lia, sie hat noch ein Band in der Hand. Ein Band? Okay, irgendwie ist mir das hier gerade ein bisschen zu creepy. Was geht hier ab? Hm? Wo bin ich? Wo ist Lia? Ach, Lias Geist war sozusagen im Körper dieses Mädchens drin. Lia, bist du das? Lia? Nein, ich heiße Arche. Sehr schön. Gott sei Dank haben wir sie noch lebend gefunden. Da wird sich Bart aber freuen. Arche, dann bist du Barts Tochter. Jawohl, und so schließt sich der Kreis. Ich würde mich gerne in dem Raum noch umgucken, aber ich glaube, das wird ein Wunsch bleiben. Meine geliebte Tochter. Tut mir leid, Papa. Geht's dir gut? Mir geht's super, jetzt wo du gut und wohlbehalten zurück bist. Papa. Immerhin. Oh, vergießt ein Tränchen. Das war aber zu erwarten. Wenigstens haben sie diesmal den Anstand und ziehen sich zurück. Offensichtlich wollte die Seele eines Menschen noch etwas vollbringen, das er zu Lebzeiten nicht schaffte. Daher hat sie sich... Daher hat sie sich den Körper dieses Mädchens geliehen. Und was ist dann mit Lias Seele? Ich denke mal, ihr geht's gut. Also was Arche angeht, ich spüre, dass sie für ihr Alter schon eine ziemlich begabte Hexe ist. Sie kommt jetzt bestimmt mit, oder? Arme Lia... Keine Angst, du bist Mint, oder? Hehehe, kein Wunder, dass du mich nicht erkannt hast. Ich hatte keinen Pferdeschwanz in der Frisur. Ach ja, es hieß ja damals das Mädchen mit dem pinken Pferdeschwanz, ne? Ja, ja, ich erinnere mich bei der ersten Begegnung hier. Ah, jetzt hat sie ihn, sehr schön. Nicht schlecht, ne? Die Musik. Du hast tolle Haare. Hey, an mir ist alles toll. Jetzt geht's ja los. Danke, dass ihr Lia geholfen habt. Nächstes Mal helfe ich euch. Was? Die schwebt ernsthaft auf einem Besenstiel. Ich glaub's ja nicht. Auf einem Besen, vielmehr gesagt. Also glaub ich mal. Mein Vater will, dass ihr Typen diese Dinger hier bekommt. Arche gibt dir den so wahrscheinlich Meerwasser heißen. Den Meerwasserring. Oh, ich hab das nicht weggedrückt. Okay, lass uns losdüsen. Ich bin gerade irgendwie voll geflasht. Zu viel Input auf einmal. Ja, Alvan ist ja willkommen. Kommt sie jetzt mit? Ey, sie ist ernsthaft dabei. Wie cool die Musik auch einfach ist. Wir haben einen neuen Charakter. Ich freue mich. So, was ganzen? Oha. Okay, das ist eine klassische Elementarmagierin. Feuer 3 Feuerbälle auf das Ziel ab. Eispickel fallen auf den Gegner. Cool. Das ist ja geil, aber warte mal. Was sagt denn der Vater dazu, dass Töchterchen jetzt mitkommt? Passt auf euch auf. Okay. Ja, wir geben uns Mühe. Die scheint aber ein ganz schöner Wirbelwind zu sein, die Kleine. Warte mal. Bei Taktik habe ich noch nicht geguckt. Viele Zauber, einige Zauber. Ich glaube, ich mache mal das hier. Weil ich meine, bei Klart habe ich auch das zweite genommen und trotzdem zaubert er relativ häufig. Hier hätte ich im letzten Kampf natürlich auch Kriegern helfen auswählen können, ne? Vielleicht hätte sie dann auch in kürzeren Zeitabständen geheilt. Ja, Klart hängt jetzt levelmäßig ein bisschen hinterher. Der hat, glaube ich, die Erfahrungspunkte nicht bekommen. Wenn ich damit falsch liege, dann korrigiert mich gerne. Aber das müsste für uns jetzt bedeuten, dass wir eigentlich nach Alvanista über das Schiff aufbrechen können. Gab es sonst noch was zu erledigen? Ich bin gerade so verwirrt. Eigentlich
müssen wir aber soweit alles haben. Das Einzige, was ich... Ach ja. Ey, wie ich das hier das mal vergesse. Sieht man auf der Weltkarte, was mit der Stadt geschehen ist? Ich muss mir das gleich mal, wenn wir hier rausgehen, genauer angucken. So, genau. Hier haben wir Lia ja seinerzeit aufgesammelt. Beziehungsweise nicht Lia, sondern Arche. Arche ist irgendwie ein komischer Name. Ist kein schöner Name, finde ich. Aber wir werden uns auch an diesen gewöhnen. Nee, guck mal, man sieht hier nicht, dass der Stadt Böses widerfahren ist. Sie sieht eigentlich ganz normal aus hier auf der Weltkarte. So, eingekreist. Na, fängt ja schon mal schön an hier. Warte mal, ich muss jetzt auch meine Dings nochmal umstellen. Ja, genau. Ich habe nämlich den Doppelkick drin, den ich zum Beispiel gar nicht mit drin haben möchte. Das wird jetzt natürlich mit drei Zauberern, mit zwei Zauberern. Obwohl, eigentlich sind wir ja alle irgendwo Zauberer. Wird das hier in Massenkämpfen, glaube ich, extrem unübersichtlich. Mal gucken, ob ich mich daran irgendwann gewöhnen kann. Aber es ist so unfassbar süß, wie sie da auf diesem Besen die ganze Zeit rumfliegt. Ich feiere das gerade total. Echt einfach nur zu putzig. Ich kenne kein Spiel, also kein JRPG, auf dem oder in dem es auch einen Charakter gibt, bei dem das so ist. Kein Plan. Vielleicht habe ich es auch einfach nur vergessen, aber ich glaube nicht. So, jetzt muss ich mal, bevor wir das Schiff aufsuchen, erstmal gucken, dass wir nochmal im Waffen- und Dingsladen vorbeischauen. Warte mal, womit kämpften sie eigentlich? Mit einem Besen. Oh, wie verwunderlich. Alles klar. Wir hatten doch hier noch so ein blaues Haarband mal. Und das Buch habe ich auch noch. Wir haben noch ein zweites Buch gefunden. Warte mal. Nur ein normaler Besen, ein dicker, warmer Mantel. Genau, das hier. Wusste ich nämlich noch, dass wir das haben. Ein meerblaues Band. Die ist ja schon herzallerliebst, ne? Ich fand Mint ja schon irgendwie knuffig, aber sie setzt dem Ganzen auch so ein bisschen das Krönchen auf. So, den Umhang, den kann sie abgeben. Und zwar für den Talisman. Hat jetzt... Achso, nee, Talisman hat sie schon. Stackt das? Ich weiß nicht, ob das stackt. Dann bekommt sie halt die Wechselpuppe. Ich wollte nur mal schauen, hat jemand seine... Ja, guck, sie hat die verloren. Im letzten Kampf. Ich habe auch leider keine mehr. Dann bekommt sie aber den Talisman. Und ansonsten... ja, sollte Klaat noch irgendwas bekommen? Was? Der kann nichts kriegen. Was? Hä? Ah, ich bin auf Entfernen! Ich kluges Kind. Mensch. So, warte, hier, Opalring. Ich wollte doch sagen, wir müssen doch für ihn noch ein paar Sachen überhaben hier. Ein Magiering, der Träger ist vor Wasser geschützt. Ein Magiering, der Träger wird ein stärkerer Krieger. Aber Ringe kann auch nur er anlegen, oder? Warte mal, wird mir das anderswo auch angeboten? Nö. Also beim Schutzring scheint es zu gehen, aber bei den anderen nicht. Das ist jetzt natürlich spannend, aber... Müsste Arche nicht auch? Das ist ja komisch. Weil eigentlich ist Klaat für mich jetzt kein klassischer Krieger. Ich finde das hier nämlich ganz gut. Aber okay, guck mal, der Angriffswert, der springt massivst nach oben. Kann er gerne machen. Magiering, der Träger, bekommt einen Defensivbonus. Ist der jetzt stärker oder schwächer als... Achso, nee, der ist ja nur für... Den Wasserschutz. Nee, ich glaube, dann lasse ich das so. Genau. So, dann gucken wir mal. Wo ist unser Fährmann? Fährmann, Fährmann, Fährmann. Wir wollen dir Geld schenken und du bist nicht da. Ja, und pass mal auf, wenn ich dann unten ankomme, dann... Warte mal, vielleicht hilft das ja, wenn ich jetzt hier rein und wieder rausgehe. Vielleicht kommt er immer mit jedem Screenwechsel oder so. Nee. Sieht gerade nicht danach aus. Na gut, dann werde ich jetzt an dieser Stelle mal einen Cut machen, Leute. Und euch beim nächsten Mal dann begrüßen, wenn wir den
Gondelverleiher wieder hier vor unserer Nase haben und dann gucken wir, ob wir Arche mit besserem Zeug ausrüsten können und wenn dem so sein sollte oder auch nicht, dann machen wir uns direkt weiter auf den Weg zum Schiff und werden dann hoffentlich eine neue Region erkunden und vielleicht gehe ich auch nochmal zurück zum Raum, wo wir den Bosskampf bestritten haben, wenn das Spiel einen lässt, aber das kann ich ja auch offscreen mal austesten, ob das funktioniert, dann verlieren wir da keine Zeit. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Einschalten und bis hoffentlich zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben, und bis dann. Ciao! Und eine Sache ist mir gerade noch eingefallen, das muss ich jetzt hier leider machen. So viel zum Thema Struktur und hast du nicht gesehen. Aber wir haben doch noch unser... warte mal, wo ist das Ding, was... Genau. Wir haben doch noch ein Buch gefunden. Das will ich jetzt noch sehen. Gelbe Könige, transformiert. So, und dann sieht man das hier. Ein Buch mit gelber Tinte auf rotem Grund. Okay, und was kann ich damit machen? Und vor allen Dingen, wo ist jetzt unser Pornoheft? Kann ich das hier irgendwie auch sortieren oder so? Ah, das ist das alte Band, was sie vorher... Ach, hier ist das Pornoheftchen. Ah, guck mal, die Chica da auf dem Cover. Wehe, deine Eltern erwischen dich damit auf der Toilette, ey, wie ich vorhin noch von der Toilette erzählt habe und das hier direkt auch wieder aufgegriffen wird, wie geil. Okay, keine Ahnung, ob das einfach nur dem Humor dienen soll hier oder ob das irgendwann noch einen Effekt haben wird, ich habe keine Ahnung, aber nee, das war's jetzt wirklich mit der Folge. Danke nochmal fürs Einschalten und bis dann, ciao!